Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Project Zero 2. Ja, in der letzten Folge haben wir die Protagonisten kennengelernt, haben uns schon mal ein bisschen gegruselt. Das war wahrscheinlich ich mehr als ihr. Und ich würde sagen, jetzt geht's weiter mit dem Grusel-Etablissement. Ist es diese geisterhafte Lady hier lang gegangen? Die Gestalt bewegte sich auf diesen Raum zu. Ob sie wohl hinter dieser Tür wartete? Ich habe ganz böses Gefühl. Im dunklen Raum liegt allerlei Gegenstände verstreut. Es scheint niemand hier zu sein. Ach so, das habe ich gewusst. This place, it's a bit strange somehow. Notiz zur Kamera Obscura. Hier befindet sich ein altes geheftetes Buch, auf dem einmal das Notizbuch bei Okera steht. The camera obscura. It can photograph that which should not exist. Camera obscura. Mio. Is that... Oh. Is there anyone there? Kamera Obscura. Eine Begleitkamera. Sie ist sogar noch älter als das, als die Taschenlampe. Da muss die Kamera Obscura sein. Mio! Ups. Notiz zur Kamera Obscura. Die Kamera Obscura wurde von Dr. Kimihiko Aso erfunden, um Dinge im Film zu bannen, die nur im spirituellen Reich existieren. Gedankenrückstände und Erinnerungen aus der Vergangenheit. Geisterwesen, die normalerweise unsichtbar sind. All das wird durch die Kamera Obscura enthüllt. Die Kamera Obscura ist dafür bekannt, eine exorzistische Wirkung auf die Motive auszuüben, die damit fotografiert werden. Das Unmögliche. Und doch besteht es aus einer Art Verbindung zwischen ihr und diesem Ding. Ein Missbrauch der Kamera kann durchaus dazu führen, dass man seine Seele in die Geistwesen verliert. Ich habe die Kamera ins Dorf Ninakami gebracht, um die geheime Zeremonie zu fotografieren, sowie den Ort, an dem sich die Beteiligten versammeln, um sie zu vollziehen. Ich glaube, ich bin noch aufgeregter als Dr. Aso selbst, was die zu erwartenden Enthüllungen angeht. Saijiro Makabe. Eine Kamera, die in der Lage ist, das Unmögliche zu fotografieren. Es scheint noch Film darin zu sein. Ein Film mit der
Beschriftung Typ 14 wird versehen. Einführung. Die Kamera Obscura. Was ist die Kamera Obscura? Die Kamera Obscura ist eine spezielle Kamera, die in der Lage ist, das Unmögliche zu fotografieren. Mit der Kamera Obscura kannst du Geister fotografieren und bannen. Gegenfrage, wie benutze ich die? Damen-Notizbuch 5. Inmitten der Durcheinander auf dem Regal liegt eine Seite aus dem Notizbuch gerissen wurde. Ich hörte ständig dieses merkwürdige Geräusch, das vom Altar herzukommen scheint. Es ist eine Art Lied aus dem Erde schallt. Ob es nur der Wind ist, der durch dieses alte Haus pfeift, oder ist da noch etwas auf der anderen Seite der Wand? Oh, das nehmen wir uns als nächste Gruselteil. Kräutermedizin. Du hast einen Topf Kräutermedizin aufgesammelt. Verwende diesen Gegenstand im Bildschirm, um deine LP wiederherzustellen. So, gucken wir uns einmal. Bring Zubehör mit. Okay. Ach, ich muss den Knopf wieder loslassen, auch dafür. There's someone here. Alter, mach mir nur mehr Schiss. Jetzt reicht gleich nur noch mit der Kamera hier rum. Einführung. Kampf gegen Geister. Bedienung der Kamera Obscura. Drücke den B-Knopf, um die Kamera Obscura zu blicken. Drücke den R-Knopf, während der Kamera den Blick dreht. Geisteranfang. Der Sucher wird in der Mitte des Bildschirms angezeigt, wenn du durch die Kamera Obscura blickst. Geisterkraft aufladen. Deine Geisterkraft wächst, wenn ein Geist sich in deiner Suche befindet. Je mehr Geisterkraft du sammelst, desto mehr Schaden wird der Geist annehmen, wenn du fotografierst. Wo ist sie? Zielerfassung. So geht die Zielerfassung. Ziel auf der Kamera. Geister nehmen. Ah! Verschwinde! Wer war das? We have to get out of here. Right. Die Präsenz ist verschwunden. Es ist wahr, dass die Kamera in der Lage ist, das unmöglich zu fotografieren. Ist es möglich, dass sie so eine Macht besitzt? Einführung. Glühfäden. Der Glühfaden. Der Geisterfaden ist mehrere Bildschirme erscheint, zeigt, dass Geister in der Nähe sind. Und wo sie sich gerade ungefähr befinden. Ah, okay. Die Farbe der Geisterfahns. Die Geisterfahne leuchtet rot, wenn du auf einen angreifenden Geist richtest. Und der blau, wenn du ihn auf andere richtest. Glühfaden. Der Glühfaden. Der unten rechts Bildschirm ist hey, wenn die Kamera wird. I don't like it here, Mia. Let's go. Jetzt wollen wir uns einmal nur oben umschauen, wenn es geht.
Warum? Gucken wir uns einmal oben an. Auf dem Türschloss ist ein Miyoga Inga Motiv eingraviert. Leo, wait. Na, I can hear a voice. Ah, hier können wir im Moment nichts machen. Na, lass uns abhauen. Also ich muss sagen, ja. Ups. Ich... Unheimlich als erwartet, das Spiel. Won't open. Prepare for fight. Over there. Habe ich erwischt? Einführung. Der Hinweisnebel. Ein seltsamer Dunst. Der Hinweisnebel ist ein seltsamer Dunst, der manchmal während des Spiels erscheint. Dein Sucher wird grün, wenn du dich auf diesen Dunst richtest. Wenn du ein Foto schießt, erscheint ein Hinweis. Foto ist ein anderer Ort zu sehen. Das ist eine Kommode, ne? Das sieht aus wie der Hibachi-Herd aus dem Notiz, bei dem ich das Notizbuch fand. Futi Hibachi hat Dokumenten gelegt. Du kannst ungewöhnliche Fotos mit ihm gemacht hast ansehen, indem du Menü Dokumente wählst. Oh, krapschen wir mal das. Damennotizbuch 1. Das verschwundene Dorf. Sogar ich habe die Gerüchte über diesen Ort gehört. Über ein Massaker, das an dem Tag des Festes geschehen sein soll. Und das ganze Dorf von der Erdoberfläche tilgte. Über die Zwillingswächtersteine, die Reisende in das Dorf locken sollen. Darüber, wie niemand zurückkehren kann. Sobald er die Tore des Dorfes durchstritten hat. Eine bösartige ewige Nacht herrscht über das Dorf. Das Lachen einer Frau erhellt durch seine Straßen. Nur seine einzige Frau überlebt im Dorf. Der Mio, da muss ich töten, weil kann nur einen überleben. So, kann ja dann nur. Ja, ich würde sagen, hier, ne? Aber hier habe ich noch ein Notizheft gefunden. There's someone here, Mio. Ah, oh, muss er zu hell leuchten? Ah, das mit der W-Familie ist ein bisschen kacke. Ich
erkenne etwas auf dem Foto. Oh, arme Frau, ja, die sieht ja voll heftig aus. Es sieht aus wie eine verwundete Mann. Das ist ein Mann? Entschuldigung. So. Müsste das ja rein theoretisch, ich würde sagen, weg sein, ne? Vielleicht sollten wir auf die Warnung des Geistes hören. Er macht Platsch da. Vielleicht hätte ich den jetzt eben ganz schnell fotografieren sollen. Mein liebes Lieschen ist ja doch unheimlicher als, ne? Bolle. Hallo? Ein Licht brennt in diesem Zimmer. Scheint niemand hier zu sein. Kräutermedizin, du hast einen Topf Kräutermedizin eingesammelt. Ist noch was? Wen ist noch was eingesammelt? Ach. Afton. Das gefällt mir gerade echt gar. Darmnotizbuch 4. Bitte irgendjemand, falls du diese Nachricht liest, bitte rettet mich. Ich stecke in diesem Dorf fest. Bitte hilf mir. Miyako Sudo. Ja Leute, ich würde mal sagen, für diesen Part ist es auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, ihr hattet euch schon ein bisschen mehr gegruselt als in dem letzten Part. Über Likes, Kommentare und Feedback würde ich mich sehr gerne freuen und schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, das heißt Project Zero 2.